Ja, ein perfekter Tag heute hier in Umhausen. Evelyn Landaller, den Sieg eingefahren, Weltcup und alles, was du dir gewünscht hast. Ja, es ist eine extrem gute Saison wieder gewesen. Mit einem riesen Vorsprung nochmal gewonnen. Ich habe sicher die Lockerheit gehabt, bei den Bedingungen. Weiß ich, dass es gut geht an allem und ja, bin mehr wie zufrieden, überglücklich. Ja, und die Bedingungen waren auch nicht gerade so einfach heute hier. Hat gesehen, die Strecke ist bald weggeschwommen, hier herunten relativ viel Wasser. Wie ist dir die Strecke zugutegekommen? Es ist einfach, die Bahn hat es extreme Mitleidenschaft gezogen mit den warmen Temperaturen. Ich muss ehrlich sagen, der Lauf war extrem schwierig. Man hat kein Feedback mehr von der Bahn gekriegt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben den zweiten Lauf jetzt gemeistert. Und ja, es ist alles noch gut ausgegangen und ja, passt. Ja, mit einem Top-Vorsprung hat sie gewonnen. Alles Gute, Gratulation und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön, danke. Die Evelyn Landaller. Sie ist neue Siegerin und auch Weltcup-Gewinnerin 2023. Evelyn Landaller. Ja, welch für eine tolle Leistung der kleinen, zierlichen Südtirolerin, die hier einen tollen Weltcup für sich wieder einfahren konnte.